verwende jetzt schon seit einiger Zeit diesen Sonnenschutz. Das ist Naturkosmetik von Officina Naturale. Das ist eine italienische Marke. Und was ich über das Produkt zu sagen habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und das hier ist der Sonnenschutz von Officina Naturale. Das ist ein reines Naturkosmetikprodukt, vegan, duftstofffrei. Ist was ganz Besonderes, weil in der Art gibt es nicht viel. Ich habe bis jetzt schon 3 Naturkosmetik-Sonnenschutzprodukte getestet und 2 davon waren eine Katastrophe. Einer war unwahrscheinlich fettig, also es waren Öle enthalten und das ganze Ding war auch orange, lustigerweise. Die ganze Masse ist auf meinem Gesicht gar nicht eingezogen. Dann hatte ich eine Kindercreme von Veleda. Die hat sowas von weiß gemacht. Das liegt eben an den Filtern, die in diesen Produkten drin sind. Titaniumoxid und Zinkoxid. Und die machen eben weiß, weil so ein Sonnenschutz basiert auf Reflektieren. Während ein chemischer Sonnenschutz eben so arbeitet, dass es warm auf der Haut wird. Ich habe mit dem jetzt unwahrscheinlich gute Erfahrungen gemacht. Ich verwende ihn jetzt als Tagescreme sozusagen, weil ich eben auf meinem Gesicht Antioxidantien verwende, nebst Säuren. Und da ist es wirklich wichtig, dass du das machst. In der Konsistenz unterscheiden sich solche Produkte immens. Das hier ist jetzt ein Fluid und ich bin der Meinung, dass die Verpackung nicht ganz so in Ordnung ist für dieses Produkt, weil es ist fast flüssig. Also du kannst es nicht so ausschütten, man sieht es jetzt vielleicht in dem Einspieler, den ich euch jetzt zeige. Du kannst es wirklich nicht so ausschütten, weil du hast dann zu viel in der Hand. Ich mache es meistens immer so, dass ich die Tube so halte und dann eben das Produkt rausdrücke. Und man sagt ja, um den vollen Sonnenschutz zu haben, sollte man 1 bis 1,5 Gramm auf dem Gesicht auftragen. Das schaffe ich mit dem Produkt auch nicht. Also ich trage so viel wie möglich auf, weil es eben doch auch ein bisschen fettiger ist. Aber so das ganze Gramm schaffe ich nicht. Also ich schichte dann schon, das auf jeden Fall. Und es zieht auch ein, liegt aber ein bisschen auf der Haut drauf. Also er ist nicht ideal, gebe ich zu, aber er ist besser als das Veleda-Produkt. Zumal man eben nicht so ein weißes Gesicht hat. Es liegt aber auch an deiner Hautfarbe. Ich bin relativ hell. Bist du ein bisschen dunkler vom Typ her, könnte es sein, dass man den Schleier schon sieht. Also es macht schon einen leichten Schleier eben von den mineralischen Filtern. Das Produkt ist, wie schon erwähnt, nicht parfümiert und es hat kein Mikroplastik. 90% der Sonnenschutz auf dem Markt sind mit Mikroplastik, sind mit Stoffen, die in manchen Ländern sogar verboten sind, wie zum Beispiel, wenn du in Urlaub fliegst beispielsweise. Ich habe dazu einen guten Artikel von Bayer und Söhne mal dir unten verlinkt. Und da geht es eben auch um die einzelnen Filter, die im Sonnenschutz drin sind. Es gibt nämlich auch chemische Filter, die gar nicht schlecht sind. Und also nicht alles ist verpönt, aber das dumme Mikroplastik, was in sehr vielen Produkten drin ist, ist meistens auch gar nicht notwendig. Die Creme wird dadurch beispielsweise weißer oder streichfähiger. Und dieses Produkt hier ist gelb beispielsweise. Also daran merkt man das schon, das ist ein Naturkosmetikprodukt. Hier darf kein Mikroplastik verwendet werden. Also 90% der Sonnenschutzprodukte sind eben mit Mikroplastik versetzt. Und das ist fatal. Das ist wirklich fatal. Guck auf jeden Fall unter dem i, da findest du das Video über Duftstoffe und über Mikroplastik. Und hier sind eben, wie schon auch erwähnt, keine Duftstoffe enthalten, die eben auf deiner Haut auch einiges anrichten können. Gerade in einem Sonnenschutz ist es halt auch so eine Sache. Klar, die Creme tust du irgendwann wieder abtragen durch deine morgendliche und abendliche Gesichtsreinigung, das auf jeden Fall. Aber Mikroplastik oder Nanopartikel, finde ich, haben auf unserer Haut einfach nichts zu suchen. Nanopartikel gibt es übrigens auch im Naturkosmetiksektor. Da gibt es eben von Titanium und Zink eben auch Nanopartikel. Die dürfen aber in Kinderprodukten nicht verwertet werden, weil man immer noch nicht weiß, können die in die Haut eindringen, gehen die in die Poren rein, weil sie eben doch ziemlich klein sind. Was können die anrichten? Man weiß es noch nicht hundertprozentig, also da steht man sich noch so ein bisschen auf den Füßen. Also die Verpackung ist nicht ganz ideal von dem Produkt, es lässt sich allerdings schon gut auftragen.
man muss eben wissen, dass man halt nicht wie bei einer Tube so diesen hier macht, weil sonst hast du die halbe Tube in der Hand, sondern wirklich das Produkt so hältst und es dann rausdrückst. Dann funktioniert es auf jeden Fall. Er funktioniert meiner Meinung nach einfach exzellent. Also ich spüre überhaupt nichts. Es war jetzt aber auch noch keine so intensive Sonne, dass ich irgendwie in die Richtung Sonnenbrand gegangen wäre. Nochmal, UVA-Strahlung macht keinen Sonnenbrand, UVB-Strahlung macht Sonnenbrand. Die UVA-Strahlung macht aber alt. Und wir Frauen sind doch alle daran interessiert, jung auszusehen oder zumindest so wenig wie möglich Falten zu haben. Klar, man kann den Zahn der Zeit vielleicht nicht ganz aufhalten, aber man kann ihn verlangsamen. Und wenn man schon Cremes und Pflegeprodukte aufträgt, ist es halt eben wichtig, dass wir auch noch die UV-Strahlung davon abhalten. Und gerade wenn wir Säuren im Gesicht auftragen, muss dieses Produkt einfach angewendet werden. Ich habe dir hier mal die Inhaltsstoffe eingeblendet, was in dem Produkt drin ist. Es ist ein bisschen teurer. Ich kaufe mir diese Creme nur, wenn bei Ecoverde eben Rabattaktion ist. Und es lohnt sich ganz und gar, wenn man sich so ein Produkt holt, wenn man eben Prozente kriegt. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, 20 gezahlt. Regulär kostet sie 25. Ist natürlich eine Hausnummer. Aber wenn man davon absieht, es ist halt für die Natur wesentlich besser als so ein herkömmlicher Sonnenschutz, wie beispielsweise aus dem DM oder so. Ich finde es halt schade, dass so herkömmliche Hersteller da noch nicht eingegriffen haben und da einfach noch nichts auf den Markt gebracht haben ohne Mikroplastik. Und das ist halt eben auch ein Thema. Und das muss dir halt einfach auch bewusst sein. Auch wenn die Kosmetik den kleineren Teil ausmacht, von Mikroplastik im Meer, so macht sie Mikroplastik. Und das ist wichtig, dass man das einfach reduziert. Bei der Kleidung kann man es oftmals nicht wirklich reduzieren, weil da auch immer kleine Partikel weggehen. Bei den Cremes ist es schwierig. Lasst uns nochmal über die Verpackung sprechen. Ich habe ja schon erwähnt, das ist unwahrscheinlich flüssig und dass ich deswegen der Meinung bin, dass es in einer falschen Verpackung ist. Zusätzlich hat der Deckel aufgegeben. So könnte ich das jetzt in keinen Koffer mehr tun und in ab in Urlaub. Auch nicht zum Baden würde ich so nicht mehr mitnehmen, weil das könnte dir zu 99,9% aufgehen. Das ist dann schon schade. Und wenn man halt schon so viel für ein Produkt ausgegeben hat und 25 Euro ist ja nicht gerade wenig, dann erwartet man von der Verpackung eigentlich schon, dass sie nicht aufgibt. Würde ich mir dieses Produkt nochmals kaufen? Ich habe es schon wieder nachgekauft. Bedeutet viel, heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, ich finde das Produkt super gut. Es ist im Moment das Beste, was für meine Haut gerade in Frage kommt. Vom Preis her ist es auch in Ordnung, weil eine Sonnencreme mit den Inhaltsstoffen, die kostet halt ein bisschen mehr. Also eine Sonnencreme muss bei mir nicht bio sein, da bin ich ganz ehrlich, aber in dem Spektrum, wo ich halt gesucht habe, duftstofffrei, mikroplastikfrei, nach Möglichkeiten Naturkosmetik unbedingt vegan, da ist mir halt das in die Finger gefallen und ich war halt neugierig. Natürlich ist es immer so ein Risiko, aber was bei Ecoverde halt immer gut ist, du findest halt Reviews unter dem Produkt und deswegen ist es auch wichtig, dass du die Reviews auch abgibst, das hilft einfach anderen. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du andere Erfahrungen mit diesem Produkt hast, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch meinen Zuschauern. Falls ich noch ein anderes Produkt finde, was irgendwie besser ist, was besser für meine Haut geeignet ist, weil beim Schichten ist es schon problematisch. Weil, wie schon erwähnt, diese 1,5 Gramm sollte man auftragen, das schaffe ich mit diesem Produkt nicht, weil du natürlich nicht nur den Filter aufschichtest, sondern eben auch die fettige Grundlage. Und anfänglich mit dem Produkt war es ganz interessant, da hatte ich noch Tagescreme mit aufgetragen. Und da war ich echt speckig dann. Also da habe ich dann sehr schnell kapiert, Tagescreme brauche ich erstmal keine mehr. Was auch in Ordnung ist, weil sie pflegt ganz gut. Also man kann sie ohne weiteres im Gesicht tragen, auftragen. Und das Allerbeste, man kann sie unter den Augen auftragen. Das brennt nicht. Ich bin die Erste, die Tränen der Augen hat, weil ich bin Allergikerin. Und das sind meine Augen einfach echt empfindlich.
Und da passiert gar nichts. Du kannst sie super unter den Augen auftragen, du kannst sie auf den Lippen auftragen, weil erstens für Kinder, zweitens mineralische Filter, drittens unparfümiert, also du hast keinen komischen Geschmack im Mund, du kannst du wunderbar auf den Lippen auftragen. Und ich selber hatte noch nie einen Sonnenbrand auf den Lippen, aber das soll ganz schön unangenehm sein. Nochmal gesagt, wenn du mit Säuren im Gesicht rumspielst, wie ich mit AHA, BHA oder PHA, musst du Sonnenschutz tragen. Das ist wirklich wichtig, weil Hautkrebs will keiner zusätzlich für uns Frauen. Das ist das allerbeste Anti-Aging-Produkt, was man sich eigentlich antun kann. Weil später, wenn wir älter sind, werden wir die Schäden, die wir uns angetan haben, schon bemerken. Und ich bin früher eine Zeit lang ganz viel ins Solarium gegangen. Ja, bis jemand zu mir auf der Straße gesagt hat, nicht weil es Bewunderung war, du bist aber braun. Das war schon so ein, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und dann ab dem Zeitpunkt habe ich aufgehört. Und genau diese Sonne hat mir so geschadet, dass ich mir am Knie ein Muttermal auf Melan, also es war ein Melanomverdacht. Gott sei Dank war da nichts. Ich musste mir so ein Ding rausmachen lassen. Es war ein ganz kleines Muttermal, was sehr schnell gewachsen ist und aufgrund dessen entstanden ist. Man muss sich das einmal vorstellen. Nochmal, guck unten also den ersten Kommentar an. Da findest du den Beitrag von Drucker. Du findest den Beitrag von Bayer und Söhne. Und irgendwas wollte ich dir noch verlinken, was ich jetzt vergessen habe. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne melde ich mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.